Heute geht es um das Intarsienstricken. Dazu benötigt man diesen Intarsienschlitten und es ist hilfreich, einen Intarsienfadenspanner zu haben. Das ist aber nicht unbedingt notwendig, es geht auch ohne den Spanner. Zuerst werden einige Reihen glatt gestrickt mit dem normalen Schlitten. Den braucht man jetzt nicht mehr, denn beim Intarsienschlitten muss man die Knäule auf den Boden legen. Diesen Fadenspanner braucht man dann nicht mehr. Zuerst setzt man den Schlitten auf und schiebt einmal von links nach rechts. Dadurch werden alle Nadeln geöffnet und in die Position geschoben. Jetzt geht es um das Fadeneinspannen. Der Strickfaden ist auf der rechten Seite. Ich versuche jetzt einfach nur zwei verschiedene Farbflächen zu stricken. Da wird der Faden von der rechten Seite bis zur 0 gelegt, von rechts nach links, über die Nadeln gelegt und auf der linken Seite von dem Spanner eingespannt. Das andere möchte ich mit Rot. Da gibt es diese kleinen Plastikdinger, die man eigentlich einfädeln soll, um eine gute Fadenspannung zu haben. Ich benutze da immer eine Wäscheklammer für. Ich finde, das geht eigentlich genauso gut. Das kurze Ende des Fadens, wo die Wäscheklammer dran ist, muss auf der rechten Seite sein. Das heißt, sie ist jetzt bei der 0, dann wird das Garn auf die rechte Seite gelegt und von rechts nach links wird der rote Faden jetzt über die Nadeln gelegt und auf der rechten Seite in den Fadenspanner eingefügt. Jetzt strickt man vorsichtig von rechts nach links mit dem Intarsienschlitten. Das ist die erste Reihe. Man kann sehen, hier sind weiße Maschen, hier sind rote Maschen. Ich möchte jetzt einfach nur eine ganz normale Farbfläche ohne Absätze oder so haben. Jetzt nehme ich den roten Faden von links nach rechts, wieder bis zur 0. Ich ziehe das ein bisschen stramm und nehme den weißen Faden. Und jetzt muss man darauf achten, dass sich die Fäden verkreuzen bei der 0. Da müssen sie sich jetzt verkreuzen und wieder über die Nadeln legen, ein bisschen festziehen und immer darauf achten, dass alle Nadeln zum geöffnet sind, sonst fallen die Maschen runter. Jetzt einfach von links nach rechts stricken. Jetzt nochmal wieder die weißen. Die Knäule, die müssen immer spiegelverkehrt liegen. Wenn ich links rot haben möchte, muss das rote Knäuel rechts liegen. Weiß möchte ich rechts haben, muss das Knäuel links liegen. Jetzt wieder darauf achten, die Fäden verkreuzen sich. So sieht das jetzt fertig gestrickt aus. Man kann also eine ganz ordentliche, abgegrenzte Linie erkennen und auf der Rückseite sind eben keine Spannfäden zu sehen. Und hier an dieser Stelle sind immer die Verkreuzungen der beiden Farben. Das war schon alles.